Herzlich willkommen bei der JTF, der Forschungsgemeinschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Hier forschen 15 Institute interdisziplinär für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Heute, auf der Woche der Umwelt, sind wir mit zwei Projekten vertreten. Das erste Projekt lässt sich unserem Leitthema Industrie und Umwelt zuordnen. Die JTF-Institute DST und ZBT erforschen neue umweltfreundliche Antriebskonzepte für Binnenschiffe. Schiffe sind langsam, aber sie transportieren große Warenmengen mit wenig Leistung. Und deswegen sieht zum Beispiel der Green Deal der EU-Kommission auch massive Verkehrsverlagerungen von der Straße auf die Wasserstraßen vor. Aber das hohe Alter der Schiffe führt auch dazu, dass moderne Antriebstechnologien verzögert in der Binnenschifffahrt ankommen. Das Projekt E-Binnenschiff hat den Grundstein für diese elektrischen Antriebe in der Binnenschifffahrt gelegt. Wenn die Kosten für die Komponenten, aber auch für grünen Wasserstoff in der Zukunft sinken, können schon bald Binnenschiffe wirtschaftlich und emissionsfrei basierend auf Brennstoffzellen betrieben werden. Das zweite Projekt lässt sich unserem Leitthema Städte und Infrastruktur zuordnen. Die JTF-Institute ILS, IWW und FIW erforschen Wasser in der Stadt der Zukunft. Maßnahmen der wassersensiblen Stadtentwicklung können hierbei dabei helfen, die Gefahr von Starkregenereignissen oder Hitzewellen zu vermindern. Das Besondere bei dem Konzept war, dass wir hierbei die drei Fachbereiche der Wasserwirtschaft, Ökonomie und der Raumplanung verbunden haben, wie beispielsweise die Dachbegrünungen oder die Regenversickerungen können entsprechend bestimmt werden. Bei der JTF begleiten wir den Wandel des Landes Nordrhein-Westfalen von der Industrie zur Wissensgesellschaft. Letztlich widmen wir uns der Frage, wie wir angesichts von Klimawandel, demografischem Wandel und Strukturwandel eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen sicherstellen können.